Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, wir haben schon viele Parts hinter uns. Ja, ich möchte noch kurz ein paar Sachen sagen. Zuerst einmal, mir geht's wieder nicht ganz so gut. Das liegt einfach daran, dass ich extreme Schmerzen habe im Rücken. Und ja. Ja, deshalb nichts, ja, mir nicht so gut geht. Ah, jetzt muss ich da drüben hin. Aber das tut nichts zur Sache. Wir können trotzdem aufnehmen. Ich bin ja einer, der auf die Zähne beißen kann. Das zweite ist, ich werde wahrscheinlich bald ein Bankkonto haben. Und oder eine Kreditkarte eher. Und danach kann ich einkaufen. Dann gibt es bei mir auch mehr zu sehen von Regnum. Vor allem dann die Warschlacht, wenn ich die Buße gekauft habe. Und ja, es wird richtig spannend. Ich habe dafür gesorgt, viel nachgedacht und so weiter, dass es richtig spannend wird. Einfach noch ein bisschen Geduld haben und dann geht's los. Also, aber eben, ich habe keinen Kontakt zum Geld, deshalb kann ich jetzt momentan noch nicht viel machen. Tja. So, wo führt er uns überall hin? Ihr habt gesehen, der Clan hat mich ein bisschen geholfen. Ich bin jetzt Level 16. Das kann man einfach unten bei der Truppe von den Trollen machen. Die sind dort beim Portal unten. Da ungefähr. Und dann kann man ganz einfach hochleveln, wenn ein anderer Jäger dort ist und das Pet natürlich auf aggressiv hat, auf automatisch angreifen, wenn ein Spieler angegriffen wird oder so. Ich weiß es auch nicht ganz Ding. Ich habe einfach getrollt. Aha. Schade. Der da muss noch angeredet werden. Ich mag die Quests nicht, wo man überall alles anreden muss. Ist sowas von langweilig. Ist immer noch niemand hier im Clan. Das ist einer der besten Clans, also ja, ich hab's aufgehört, sie zu träumen. Das heißt, ja, ich find's gut. Aber ich wette, dass die anderen Spieler von Syrtis und Alcius mich natürlich nicht so gerne mögen und deshalb mich runter bekämpfen. Und das werde ich trollen versuchen. Gut. Aber eben, dieses lustige Zeugs findet ihr dann, ja, sagen wir, in 5 bis 10 Parts. Ja, ich werde natürlich jetzt hochleveln, wie die Sau. Weil das muss ich nicht unbedingt zeigen, oder? Ich werde sicher noch einmal einen Charakter machen, wo ich mir Zeit nehme fürs Aufnehmen und alles, aber ja, ich bin jetzt auf Valhalla und ich möchte unbedingt hochkommen. Gut, dann haben wir das. Jetzt müssen wir hier die Teile töten. Ich habe wieder einen Kurzbogen und deshalb ja, geht das nicht so gut mit der Reichweite. Was machen die? Was machen die? Das ist ja mega schäbig. Ist es ein Bug? Im eines will der Mann den hinterher, kann er aber nicht, weil er natürlich weiter weg ist. Und er macht sie immer im Kreis. Ist ja genial, hier beginnt's. Also hier machten sie es nicht. Oh, Wüstenfest-Golem ist grün geworden. Merke ich das langsam auch mal. So, wir gucken mal. Was versteckt Kleiderschulterpanzer? Der könnte gut sein. Ja, das ist Level 4. Wieso nicht? Ich will nicht, dass das Pet stirbt, aber es wird wahrscheinlich bald mal sterben. Deshalb heilen wir mal das Pet. Ich glaube, man muss nicht klicken, gell? Boah, ist halt schwer,
alles wieder reinzukommen, immer wieder. Ich bin ja immer einer, der relativ große Pausen macht. Ja. Jo, Barbie, jetzt hör auf, mir anzureden. Wieso, ist er Krise? Nein, du. Ja, haben sie halt Angst. Dann haben sie halt Angst. Na gut. Ich bin am Aufnehmen, ihr sollt das wissen. Und auch, dass es mir nicht gut geht. Also, wieso denn so blöd machen, gell? Wieso so blöd machen? So, noch eine alte Mumie töten. Tötet 4 Mumien, oh, normale Mumien. Okay. Ich höre mich schon auf die guten Pets, die sind nämlich jetzt noch nicht so gut. Also Mumien töten. Ja, das kann ich wieder wegmachen. Und das lasse ich lieber jetzt nochmal ein bisschen an. Ich bin schon so weit. Seebärts kann ich immer noch nicht herstellen. Habe feile Knochen aus der Warzone geholt. Keine Ahnung, wieso es in der Warzone jetzt feile Knochen gibt. Seit dem neuesten Patch wahrscheinlich. Der wurde ja so gemacht, dass er einfach eine Woche später kam oder so. So, du Noob. Lol, der wird auch noch geheilt. So genial. Ja, die kann ich noch nicht verwenden, sind 24. Und ja, ich werde jetzt einfach hochstufen und auch ein bisschen farmen, hä? Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Also es kann halt sein, dass jetzt in den nächsten paar Tagen nicht so viele Parts kommen. Sollte aber einer pro Tag schon kommen, also ich weiß es jetzt nicht, wie viel ich schaffe, gell? Aber ich werde auf jeden Fall dann anzeigen. Danke, du Noob. Wieso bist du so stark gegen diese Scheißspinne? Was soll ich denn tun? Ich muss irgendwas Neues holen. Panther, genau. Ich gehe Panther holen, hä? Gehen wir nachher kurz gleich mal holen. Gehen wir gleich mal holen. Jetzt haben wir auch die Quest ab. Gehen wir gleich mal durch die Stadt. Ja. Also, ich werde eben leveln zwischen den Parts und dafür brauche ich einfach Zeit. Habe ich nicht so viel Zeit, werde ich eventuell eher einen Part auslassen, als ja euch nicht so tolle Sachen zeigen. Das tut mir leid für die Leute, die natürlich mich jeden Tag schauen wollen in Regnum, aber geht halt nicht anders, weil es halt einfach Zeit braucht. Es kommt ja niemandem mich recht oft zu helfen, also es müssen einfach mehr Leute kommen, dann kann ich das auch mal schaffen. Na gut, also es ist jetzt nicht so schlimm. Klar. Yay, nach aller Herde, da muss ich hin. Ein verbundener Langbogen. Jetzt ist das schon wieder lang, hey. Ist schon gut, aber ich will nicht wieder lang haben. Ich will kurz haben. So, dann haben wir hier noch eine Quest zum Abgeben, genau. Perfekt. So. Ah, noch eine Quest annehmen. Ja, nehme ich die an. Ich mache so seine Quests jetzt. Oh, einen Schuh bekommen wir über. Schuhen. Ist das das neue Mehrzahl von Schuhe? Schuhen? Kommt von irgendeiner Werbung oder so etwas? Ach, schaut euch mal dieses Imperial-Kessel an. Es sieht so schön aus. Schaut euch dieses Imperial-Kessel an. Das ist ja wunderbar. Das sieht ja mega cool aus. Ja, nur ein schwarzer Fleck. Huhu. Ja. Du.
Nehmen wir die, hä? Das anders geht ja nicht. Wie der einfach nicht trifft. Ich stehe da wie eine Statue. Der Gegner krallt mich einfach an. So, Panther, du bist dran. Jetzt müssen wir noch kurz in die Stadt, hä? Dann nehmen wir noch das Teil da. Das Schätzchen. Oh, Schätzchen. Bist du ein Schatz? Oh ja. Und ein noch ein Schatz. Noch eine... ein Krugschatz. So. Großer Abenteuer. Ich gehe mal kurz hier. Markieren. So, noch dran pinkeln. Genau. Das wollte ich machen. Ja, in aller Welt müssen wir mit dem reden. Okay. Und mit einem neuen... Nein. Geht's wieder zurück? Okay. Ich dachte eine neue Quest annehmen, aber wir haben schon zu viel. Gebt Edenis Brief. Edanis ist dort oben. Machen wir das heute noch in diesem Part. Ja, jetzt müssen wir zur Arena. Ein Pläne erhalten. Für was? Für einen Penis. Ja, ja, ich freue mich, wenn ich die Kamera habe, die GoPro. Die neueste. Die größte. Naja, und dann werde ich auch Real Life Reckon Videos machen. Ganz klar. Pitch Black Escado. Estacado. Pitch Black. Pfirsich Schwarz. Also was heißt das? Hm. Ja gut. Und jetzt Altarok. Oh je. Ich gehe jetzt mal hier runter. Kann man hier irgendwo runter? Ja. Ja, ja. Ey, mir muss wieder besser gehen, das ist es. Weil ich leide extremst für meinen Kanal und so weiter. Ihr könnt gerne ja, Videos, also die Werbung schauen zwischen den Videos, damit ich ein bisschen mehr verdiene. Ich muss nämlich 100 Euro verdienen, damit ich das erste Geld bekomme und das ist scheiße. Weil ich bei 79 stehe. Oh. Ja, da muss ich einfach Geld haben, also spendet, bitte, bitte, bitte spenden. Wo ist denn der Große? Taucht er wieder nur auf, wenn einer die Quest hat, oder was? Der ist wieder nicht hier. Eine Leiche? Gibt's nicht schon überall in der Vason Leichen? Wieso muss denn dort eine Leiche sein? Hm. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich dachte, der Große ist hier, aber der kommt wahrscheinlich eben nur für eine Quest raus oder ist gemacht worden. Keine Ahnung. Ah, da, nein, das ist ein Leichenanführer. Das sieht aber groß aus. Ja, dieses Imperia Kessel, das werden wir natürlich erobern ganz alleine. Ach komm, wir machen mal eine Mega-Folge. Ich schmuggle mich ins Ding rein. Ins Kessel rein und mache mich unsichtbar. Und danach werde ich die ganze Zeit aufnehmen oder nicht aufnehmen und dann, wenn etwas los ist, werde ich wieder aufnehmen und werde die Gegner allesamt töten. Aber das Ding, Imperial Kessel, werde ich nicht erobern, also natürlich, es kommen Igen. Aber das wäre so cool, einfach so ein bisschen Stealth, so ein bisschen Assassin's Creed machen. Ja, sowieso, ich werde öfters jetzt so Events machen, lustigere Sachen, weil es wird halt langsam schon ein bisschen langweilig, vor allem für mich. Ich muss ja euch, für euch das spielen. Ich muss ja auch das Zwischenleveln und das Itemfarmen zeigen. Das ist eine sauharte Arbeit für mich. Und deshalb, ja, werde ich es auch ein bisschen lustiger machen. Zugute von euch.
Ja. So, sind wir Level 17. Gehen wir noch kurz zum Jäger-Trainer. Und dann gehen wir zu diesem Danis. So. Du hast eine neue Quest. In die Umgebung von Altaruk. Was hast du mir gegeben? Spezialisten-Langbogen. Ist das nicht der... Was ist denn der Unterschied? Okay, der hat mehr Reichweite. Naja, irgendwie werden wir das schon schaffen, die optimalen Gegenstände einzusetzen, hä? Auszurüsten. Training, endlich! Hey, ist ja Wahnsinn, wie das lange gedauert hat. Kontrollieren das Monster. Und Monster sind danach Geister oder so? Müsste schon sein. Bestialischer Zorn, das muss ich danach nehmen, oder? Ja. Natürliche Panzerung. Cool. Meditation. Anpassungsfähigkeit. Duelland. Werde ich mal nicht nehmen. Kritische Trefferchance? Lol. Sogar hoch noch. Gut. Ausweichtaktik. Katzenreflexe. Ich werde natürlich hier noch weitermachen. Tarnung. Endlich! Endlich mal da sehen. So, dann kann ich hier nämlich auch noch Tarninstinkte machen. Hä, wieso ist beides Tarnung? Ich kenne den Jäger gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da sagen soll dazu. Das ist wahrscheinlich beides Tarnung, aber ich möchte gerne nur... Kann man das nicht zurückschicken, das Tier? Man kann es doch irgendwie zurückschicken. Ich glaube, man muss da einen Knopf drücken, der da erscheint. Ja, also gehen wir weiter. Hm? Tarnung muss ich natürlich noch anmachen. Da. Und gezähmte Bestie habe ich schon drauf. Hm? Training ist das andere ja gewesen, stimmt. Okay. Dann können wir uns tarnen. Stellt euch das mal vor. Wie lange können wir uns tarnen? Unendlich. Nein, 45 Sekunden, schade. Wird das dann auch hoffentlich auch gut angezeigt und nicht nur rechts oben, hä? Ich hoffe es jedenfalls. Ja, ja. Handeln. Wie süß. Also. Boah, ist das kalt. Es ist immer kalt bei mir. Immer. Ich muss endlich die Heizung wieder anmachen. Ich habe leider nur ein Heizöfelchen. Ganz kleine Heizung. Aber mein Zimmer hat keine Heizung. Ja, ist so. Da haben wir auch noch was. Ihr seid zu weit entfernt, ja genau. Okay, wo ist jetzt der Edanis? Da vorne, ganz da vorne. Dieser Noob. Wow, hab ich aber viel bekommen. Jetzt bin ich so glücklich. Jetzt muss ich wieder zurückkehren und eine neue Reichquest annehmen. Hey. Ai, ai, ai. Ich finde den so süß. Ja.
Ja, ihr merkt es, ich habe nicht gut geschlafen mit dieser Scheiß. Mit diesen Scheißschmerzen. Und noch eine Erkältung und so etwas. Warum habe ich Schnupfen gehabt? Aber das ist zum Unglück jetzt weg wieder. Wahrscheinlich durch das Bett. Milben oder so. Oh Gottchen. Ja, ja. Tötet 8 alte Zombies. Tötet 4... besorgt 4 frisches. Hier eine. Das hier eine. Entlassen. Bleiben. Folgen. Kann man es nicht wegschicken? Frechheit. Ja, ich wollte die Hähne angreifen, aber na gut. Heieieiei. Ja toll, der greift schon an. Ich wollte eigentlich tarnen. Du Mistvieh. Stirb endlich. Tarnen, das erste Mal tarnen, yay! Und das ist tarnen. Okay. Jetzt schreiben sie nichts mehr, hä? Zwei Fleisch. Ja, wo sind jetzt wieder diese blöden Hirn, hä? Da ist noch eine. Die Reichweite habe ich. So eine schlechte Reichweite. Heieiei. Die Quest ist noch nicht fertig. Aber das ist der Anzeige-Bug wieder. Ja, ja. So. Ah, das andere war fertig. Nein? Ah doch, hier in... habe einfach nicht genau geschaut. So. Ja, und wo sind jetzt diese scheiß anderen Typen da? Uralte, alter Zombie. Wo sind alte Zombie, Mann? Sind Grabwächter, die sind schon orange geworden. Boah, leiblich schnell. Mumie. Ja gut. Dann muss ich wieder auf den berittenen Esel. Ja, ja. Ist wieder mal typisch, weiß. Finden wir nicht mal einen Zombie. Der muss hier sein. Was ist der für dir da oben? Alte Zombie-Lumpen von Mumie. Ja, sag mir doch, dass da Mumie ist. Gut. Ja, ja. So, heute kommen wahrscheinlich wieder zwei Parts. Weil ich gestern nicht aufnehmen konnte. Zu viel Vorhaben hatte. Zu viele Spiele gekauft habe. Tja, passiert halt manchmal. Uralte Mumie. So viel Schaden machst du, ey. 111 Gesunde. Das ist so niedlich. Es ist so niedlich. Genial ist. Gib mir jetzt nochmal eine normale Mumie, dankeschön. Ja, so niedlich. Spielen, spielen, spielen.
Fangis! Du Idiot. Ich hab den Gegner getötet. Ach, keine Eisstab. Genau. Oh, der ist ja mega gut. Lol. Ich wollte den nicht hier hin. Die Maus hat wieder gespackt. Das war definitiv die Maus. Ja, natürlich war es die Maus. Die Maus steuert ja nicht durch. Gut, dann müssen wir wieder zurück, gell? Ich bekomme in letzter Zeit viele Kommentare von Leuten, die einfach nur auf meinen Minecraft-Server wollen und so weiter. Und da bekomme ich noch so Kommentare per PN am ehesten, dass ich einfach mal ein bisschen Let's Playen soll und nicht so community-freundlich sein soll. What the fuck? Was soll das eigentlich? Ist das mein Befehler oder was? Ist das mein größter Boss? Da frage ich mich manchmal, mache ich irgendwas falsch, wenn ich den Leuten ja etwas bieten will? Mache ich da wirklich irgendwas falsch? Fragt man sich wirklich, ist YouTube so kacke? Wird YouTube immer wie mehr kacke? Kommen immer wie geistesgestörtere Menschen auf YouTube? Ich glaube schon, also, sorry. Ja, die es zutrifft, sind halt selber schuld, aber ich meine einfach, sorry für den Umgangston, aber es ist wirklich so, dass ich denke, die Leute denken sich immer wie weniger vor dem Schreiben. Schreiben irgendwelchen Quatsch und das soll irgendwelche YouTuber interessieren. Mich interessiert es, damit ich es euch erzählen kann. Aber sonst würde mich das genauso scheiße interessieren. Aber es ist nun mal lustig, oder? Also bitte. Ja, jetzt müssen wir da drunter wieder alte Zombies töten. Ah, danke schön. Ah, nein. Nein, einfach umgeben von Alterux. Dachte schon. Uraltes Skelett mache ich auch direkt. Und du hast wieder ein bisschen EP. Ja, Disziplinpunkte. Ich kann die nicht hochstufen. Ich werde wahrscheinlich den schnellen Bogen benutzen, hä? Den schnellen Bogen ist der hier. Ja, der ist doch viel besser. So, Gamaschen des Lichtes kann ich auch benutzen, ne? Ja, ja. Für Level 4. Ich habe Sachen an. Oh, die sehen aber cool aus. Schaut euch diese Grafik an. Die ist ja Wahnsinn. Dankeschön dafür. Spezialistenbogen, den könnte ich noch gebrauchen. So, dale. Also, jetzt werde ich noch natürlich trainieren. Hier werde ich natürlich wieder Tarnung nehmen. Getarnte Leichnam. Der Leichnam eines Verbündeten. Wieso soll ich das machen? Das muss ich doch nie machen. Was Kaltblut, denn das will ich mal machen. Enttarnung, enthüllen muss ich auch machen natürlich. Alle auf einmal wieder sichtbar. Also hier haben wir gesagt, Feinde aufspüren. Mache ich dann später mal Todesurteil. Todesurteil ist jetzt nicht gerade meins. Kann ich vielleicht mal einsetzen, aber... Training, genau. Gezähmte Bestie. Tarninstinkte. Haus die heilen natürlich wieder. Dann hier auch mal. Punktschuss.
Werde ich mal nehmen. Aber du kannst nicht nehmen, hä? Schildboot durchbauen ist ja nicht so gut. 70 Mann ist zu teuer. Und hier muss ich nichts. Hier muss ich Katzenreflexe nehmen. Hä? Ja, nehme ich nochmal Beweglichkeit bis dann. So. Jetzt muss ich die Sachen wieder rausnehmen. So, hier ist Manöver. Adlerauge ist hier. Beweglichkeit ist hier. Ja, versteckte Pfeil, Tarnung. Ja, jetzt haben wir es. Aber die Schuhe sind schon schön, hä? Die behalte ich jetzt fürs Leben lang. Ich bin so verliebt in diese Schuhe. Jetzt habe ich wieder keinen... Habe ich jetzt einen? Habe ich jetzt einen? Nicht. Ja, muss ich jetzt nur einen holen? Okay, dann hole ich wieder einen neuen. Ist mir egal. Ist ja leicht. Vielleicht sogar ein neues. Suchen wir nachher nach ein paar alles sofort. Ja, ich muss sowieso jetzt Schluss machen. Tut mir leid, aber es ist schon 31 Minuten. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.